Nicoles Partyorganisation? Oh, hallo! Ja, ich bin im Büro. Natürlich, komm vorbei. Bis gleich. Hallo, Freunde. Das war Doc McStuffins. Sie braucht in irgendeiner Angelegenheit meine Hilfe. Jetzt bin ich aber gespannt. Naja, sie wird gleich da sein. Dann erzählt sie es uns sicher. Hallo, Nicole. Hallo, Doc McStuffins. Was kann ich denn für dich tun? Nicole, wie du weißt, haben manche Spielzeuge Angst davor, zum Arzt zu gehen. Jetzt habe ich mir überlegt, dass ich ihnen, wenn sie kommen, irgendetwas Süßes anbieten kann und ihnen somit die Angst vor dem Doktor nehmen kann. Das ist eine gute Idee. Es muss aber auch was Gesundes sein. Hey, wir können doch aus Früchten Bonbons und Lollipops machen. Ja, das machen wir und ich helfe dir dabei. Abgemacht. Ich gehe schnell und hol, was wir dafür brauchen. So, hier haben wir alles, was wir brauchen. Aha, du hast Knete gebracht. Oh, und auch Zahnstocher? Was wollen wir denn damit machen? Die Zahnstocher brauchen wir doch für unsere Lollipops. Nicole, und aus welchen Früchten machen wir unsere Lollipops? Zitrone, Himbeere, Erdbeere, Apfel, Orange und Brombeere. So, fangen wir an. Als erstes mache ich einen Lutscher mit Erdbeergeschmack. Dieser Lutscher ist mit Apfelgeschmack. Jetzt machen wir einen anderen Lutscher. Wir nehmen zwei Farben. Himbeere und Brombeere. Doc McStuffins, wie findest du den Lollipop? Oh, der sieht ja toll aus. Ein Lollipop mit Zitrone-Orange-Geschmack. Wir machen noch ein paar Lollipops und dann dekorieren wir sie noch. Doc McStuffins, ich finde, wir sollten unsere Lollipops noch mit schönen, kunterbunten Perlen schmücken. Wow, die sind aber schön. Diese Perlen sind kunterbunt. Und diese hier sind ja richtig winzig. Ja, und wir haben sogar Perlen in Blumenform, Schmetterling und Sternform.
wir haben alle Lollipops kunterbunt dekoriert. Na, gefallen sie dir? Ja, die sehen alle wirklich toll aus. Dankeschön, Nicole. Chelsea, gute Besserung und pass gut auf dich auf. Vielen Dank, Frau Doktor. Tschüss. Nee, Chelsea, du darfst dir noch einen Lolli nehmen. Wirklich? Die sind alle so schön. Welchen soll ich denn nehmen? Ich glaube, ich nehme den Lolli. Der ist kunterbunt. Vielen Dank. Tschüss. Nicoles Partyorganisation? Oh, hallo. Ja, wirklich? Das ist ja super. Okay, tschüss. Das war Doc McStuffins. Sie hat sich nochmal für die Lollipops bedankt. Die Spielzeuge, die zu ihr in die Sprechstunde kommen, haben jetzt gar keine Angst mehr vor ihr und kommen gerne zum Arzt. Bis zum nächsten Mal, Freunde. Tschüss.